Hallo, ihr schaut Endeavil TV heute mit dem Multimedia Review. Also wir werden hier ein paar Tests mit dem Acer Aspire One 722 machen. Das Gerät hat, ja, wie gesagt, einen AMD Dual-Core-Prozessor C50 mit 1 GHz, 2 GB DDR3 RAM und einen 6-Zell-Akku. Ja, momentan befindet sich das Gerät im Ruhezustand. Ich wecke es mal auf und wir gehen mal einige Tests hier durch zusammen. So, ich konnte das Gerät jetzt schon ja, fast eine Woche testen. Das Display ist wirklich hervorragend, super Auflösung. Ich mache es etwas heller. Also wirklich super genial gemacht von Acer. Daumen hoch dafür. Ja, ich habe mal ein paar Sachen hier vorbereitet und zwar fangen wir sofort mal an. Erstmal ein YouTube-Video, um euch mal die Performance zu zeigen, womit es klarkommt und womit nicht. 720p-Video suchen wir erstmal. Ja, von Crysis 2 Trailer. Momentan in 360. Ich mach mal leiser. Okay, jetzt schrauben wir langsam hoch. Moment, jetzt spielt es in 480 ab, also sehr flüssig, keine Probleme, keine Ruckler. Gehe auf 720p hoch. Ja, wie ihr sehen könnt, auch keine Ruckler zu erkennen. Ja, kann alles problemlos abspielen. Dann suchen wir uns doch mal ein 1080p Video aus. Gehen sofort auf 27p hoch und lassen es mal abspielen. So, 27p funktioniert, dann gehen wir weiter hoch auf 1080p. So, jetzt spielen wir gerade ein Full HD Video ab, funktioniert auch soweit ruckelfrei. Bei einigen Videos, glaube ich, war es nicht so, aber wir können ja mal gleich im Trailer auf dem PC mal abspielen lassen. So. 1080p bei dem Video klappt wunderbar. Gehen wir weiter. Das nächste Video in 1080p. Spulen etwas vor. Also es wird ruckelfrei abgespielt. Schließen wir das mal. Dann habe ich hier den VLC Media Player installiert. Dazu habe ich zwei Videos vorbereitet. Einmal ein 27p und einmal ein 1080p Video Trailer. Lass mal beide jetzt abspielen. Das ist das 27p Video auf dem VLC Media Player. Okay, wie ihr sehen könnt,
auch kein Ruckler bei einem 720p-Video im VLC Media Player. Das wird auch problemlos abgespielt. Schrauben wir weiter mal hoch auf 1080p. Hier habe ich auch ein 1080p-Video von den Simpsons. Lassen das mal abspielen. Ich spule mal ein wenig vor. Also das Display ist wunderbar. Leider gibt es manchmal einen kleinen Hänger, also vielleicht sehen wir das gleich nochmal. Ah ja, hier. Jetzt gerade hängt's. Und jetzt schon wieder. Naja, 1080p Videos sind manchmal ein Problem dafür, aber jetzt eben bei YouTube haben wir es gesehen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. So, aber 720p-Videos sollten eigentlich problemlos damit abspielbar sein. Weiteren Test habe ich hier vorbereitet, und zwar das Spiel World of Warcraft. Das möchte ich mal starten. Dazu halte ich mal die Kamera kurz weg, bis ich dann die Login-Daten eingegeben habe. So, es dauert ein wenig und dann startet das Spiel auch schon. Okay, jetzt Spiel geht jetzt los. Wir betreten jetzt die Welt und gucken mal, wie das Gerät sich bei World of Warcraft schlägt. So, es lädt eigentlich jetzt ziemlich lange. Und da sind wir auch schon. Okay, ich versuche jetzt irgendwo ein paar Viecher herzukriegen, um eine Kampfszene. Latsch mal kurz durch die Stadt, bis es losgeht.
So, jetzt endlich bin ich in einer Fastkampfszene und im PvP. Und zeige euch mal, wie das jetzt so aussieht, wenn man mit mehreren Leuten hier spielt. So, 1 Minute 15 dauert das jetzt. Ich mache mal kurz eine Pause und wir sehen uns gleich wieder, wenn es losgeht. Okay, wir reiten jetzt im PvP los und versuchen mal ein bisschen. Ich bin total schlecht, also sofort tot. Naja, Hauptsache ihr habt mal gesehen, wie es so im Spiel aussieht. Kleine Hänger gibt es immer, man kann ja natürlich die Grafik nochmal runterschrauben und dann sollte es auch einigermaßen klappen, aber zum Spielen, wer ab und zu damit spielt, ist wirklich völlig in Ordnung. Jetzt bei WoW habe ich eigentlich keine großen Probleme damit, dafür, dass ich jetzt kein Mega-Zocker bin. So, das war's eigentlich mit dem Test. Wenn ihr Fragen habt, dann unten in die Comments. Ansonsten auf endevil.com und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.